Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout New Vegas. Ich bin wieder Sono und ja, wir tun ja weiterspielen. Letztes Mal hatte Konsolaufgang und seit dem letzten Video ist zeitlang her. Ich will mich auch entschuldigen. Hallo? Ja, hallo erstmal noch, ja, gut. Aber ich will mich entschuldigen, da ich letzte Zeit kaum Zeit hatte zum Aufnehmen und auch keine Lust. Gut, Lust schon, aber keine Zeit. Dann noch, ja, ey, du das, und ich bin hier verwundet, ich muss bloß mal Orts suchen. Ach, wir machen einen ganz einfachsten Ort der Welt. Ja, wir machen hier dann hier rüber zu Webcon. Ich gehe hierher. Wenn er fragt, warum ich jetzt zu Goodsprings mache, ist ganz einfach, da gibt's einen Ort. Da bezahle ich nichts, da ist umsonst und ja, da ist ein Ort. Ja, was soll ich denn sonst mehr erzählen? Da ist ein Arzt, wo ich hingehen kann, zu verarzten. Und ich glaube, ihr dummes Zeug. Oder wiederhole mich, weil der Ladebildschirm vorhanden ist. Komm hier auf. Ha. Gut. Der Arzt ist genau da oben drin. Da haben wir auch da, wo wir angefangen haben. Ja, also, wie gesagt, ich tue mich noch einmal entschuldigen. Damit die letzten paar Tagen kein Video rauskommen. Weil falls ihr dieses Video zum ersten Mal sieht und sonst kein anderes Video, ich glaube keine Fehler. So, und noch ein Ladebildschirm. Hoffentlich ist er nicht so lange wieder wie der vorgehende. Ist er aber, wie er aussieht. Und Arzt da. Arzt. Arzt. Ah, hier. Nur am Trinken. Wie geht es Ihnen? Was soll's dir? Scheint nichts Ernstes zu sein. Ich flicke sie wieder zusammen. Okay, flicken wir sie zusammen. Gut, kostet doch was. Aber halt nicht sehr viel. Okay. Stillhalten. Ah ja, da fliegt mir zusammen, mit dem er abhaut. So, jetzt haben wir uns befreit vor jeder noch so schlimmen Krankheit. Oder vielleicht haben wir noch eine Krankheit dazu bekommen durch ihn. Man weiß es ja nicht, was er so macht. Bevor wir jetzt wieder die ewig nicht herlaufen, tue ich mich gleich mal noch nur weg. Schnell Reisetasten. Ne, Tasten als schnell Reise benutzen. Ja. Und noch ein Ladebildschirm, wie so oft. Mir gefällt der Ladebildschirm irgendwie, finde ich. Ne, eigentlich nicht, das ist langweilig. Oh, jetzt könnten wir mit den da oben drin ist, da nur bei Nacht drin ist. Kann man auch eine. Victor? Victor, verfolgst du mich? Haut! Na, da brat mir einer einen Storch. Wenn das nicht meine gute Bekanntschaft aus Goodsprings ist. Ja, was machst du denn in Nurweg? Wenn ich das wüsste. Irgendwie hat es mich nach New Vegas gezogen. Denke mal, ich werde es rausfinden, wenn ich da bin. Dann mach dich da hin und bleib nicht da, wo ich bin. Was für ein Zufall, dass wir uns hier so einfach mal so still und heimlich nachts treffen. Da das die einzige Straße in der Gegend ist, wäre ich was erstaunt, wenn wir uns nicht ab und an mal begegnen würden. Die einzige Straße. Ich habe hier mehrere Straßen gesehen, die kaputt waren und du folgst unbedingt meiner Straße? Schön, ein freundliches Gesicht auszusehen. Geht mir genauso. Kann der alte Vic was für Sie tun? Ja, geh nach Hause. Ja, Bettenvorräte. Naja, das hier ist nicht New Vegas, aber ich denke, Sie werden finden, was Sie suchen. Probieren Sie es vorne im Büro. Also darauf wäre ich ja gekommen. Ich habe gesagt, dass Leute, die mich angegriffen haben, Richtung gingen, ja. Nein, habe ich nicht, so viel ich weiß. Aber Sie könnten sich umhören. Die Leute von Norweg sehen normalerweise jeden, der hier langkommt. Und du bist einfach mal so still und heimlich mir nahe gefahren, was? Wir sehen uns. Ja, tschüss.
Macht mir Angst. Geh weg. Hatten Sie Glück bei den Ghoulen? Ah, das war der Ghoulmann, jetzt oben noch jemand drinne. Okay, dann hat man ihn eingeladen, um in den Dino mal Mund zu kommen. Und noch das Radio am Laufen. Willkommen! Ah, hier ist er doch, der Bo, mit dem müssen wir reden. Nicht bös gemeint, aber wenn ich nicht im Dienst bin, brauche ich dringend etwas Ruhe. Wenn Sie reden wollen, kommen Sie vorbei. Okay. Ist hier noch 9? Ist längst oben drin stehen müssen, du Idiot. Also bitte. Haben Sie 10 Uhr PM? Der sagt, um 9 Uhr PM ist er auf Arbeit. Der hat eine Stunde Verspätung. Kann ich jetzt mit dir reden? Verdammt. Schleichen Sie sich ja nicht nochmal so an. Was wollen Sie? Ich wollte nur Hallo sagen. Erwarten Sie Besuch? Ja, vielleicht. Aber nicht so jemanden wie Sie. Vielleicht sind Sie ja genau das, worauf ich hätte warten sollen. Was suchen Sie hier? Ich lerne neue Leute kennen. Ich glaube, Sie sollten besser gehen. Ich versuche ja noch nicht zu sein, du Arsch. Die Mühe können Sie sich sparen. Merkt man kaum. Tja, ich bin nicht von hier. Nein. Sie sind wirklich nicht von hier, wie? Sie sollten vielleicht nicht gehen. Noch nicht. Warum das? Ach so, ich gehe nicht. Hier bleiben. Hallo, seid ihr doch mal. Ich brauche jemanden, dem ich trauen kann. Sie sind nicht von hier. Schon mal ein Anfang. Aha. Trauen Sie prinzipiell nur Fremden? Die würde ich nicht vertrauen. Ich sagte, das ist ein Anfang. Diese Stadt. Hier kann mir keiner mehr in die Augen sehen. Was soll ich tun? Ich will, dass Sie was rausfinden für mich. Weiß zwar nicht, ob es überhaupt was rauszufinden gibt, aber jemand soll es versuchen. Eines Nachts, als ich Wachdienst hatte, kamen Sklavenjäger der Legion zu uns ins Haus und haben meine Frau mitgenommen. Sie wussten, wann sie kommen mussten und kannten den Weg genau. Und sie haben nur Carla mitgenommen. Das hat jemand eingefädelt. Ich weiß nicht, wer. Vielleicht deine Frau selber? Sie versuchen, ihre Frau zu finden? Meine Frau ist tot. Ich will den Hurensohn, der sie verkauft hat. Freundlich. Auf Rache aus. Die beste Methode, jemanden zu töten. Was soll ich machen, wenn ich sie was holen finde? Bringen Sie die Person draußen vor das Nest, während ich Wache habe. Ich habe die Nachtschicht. Ich gebe Ihnen mein RNK-Barett. Setzen Sie es auf, als Zeichen, dass Sie neben der richtigen Person stehen. Um den Rest kümmere ich mich. Das muss ich alleine machen. Mal sehen, was ich tun kann. Ich, um Ihnen zu helfen. Gut. Sie werden es nicht bereuen. Was ist eine Glatze? Ach, noch was. Wir sollten nicht mehr miteinander reden, bis die Sache gelaufen ist. Niemand in der Stadt weiß, was mit meiner Frau passiert ist. Ist auch besser so. Sonst ist die Legion als nächstes hinter mir her. Woher wissen Sie, dass Ihre Frau tot ist? Ich weiß es einfach, klar. Und alles Weitere geht Sie nichts an. Auf Wiedersehen. Ja. Tja, ich könnte jetzt groß suchen gehen und Stunden verbringen, diese Mission zu erfüllen. Aber ich weiß, wo ich hin muss. Das ist gut für mich. Schlecht für die Zeiten. Wo ich hin muss, ist ganz einfach. Habe ich das nötige Zeug dabei? Demo lesen. Ja, habe ich. Hoffentlich ist sie nicht da. Nein, sie ist nicht da. Ich gehe mal hier rein und schließe das auf. Und versammel alles. Saft, Brunnenkorken, Kaufurkunde. Ich will das anhören.
Ich hab die nie so gemacht, noch nie. Gut. Jetzt müssen wir die Besitzerin, die Jean, noch was treffen. Jean, wo bist du? Lies mir halt mal hier die Türen durch. Das gehört Wagerzimmer? Nein. Hotelzimmer? Nein. Bones? Nein. Den wollen wir ja helfen. Hotelzimmer? 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 Wo wohnt dieser alte Tusse? Na gut, sind wir mal freundlich. Wo wohnt diese Frau? Im Garten gucken. Hier sind die Vertreter des Gehörens am heutigen Tag in der Verhandlung mit Jeannie May Rayford aus der Gemeinde Nürnberg, die exklusives Eigentums- und Verkaufsrechte an der Sklavin Carla Bohn für die Summe von 1000 Kronen und die Rechte an ihrem ungeborenen Kind. Okay, der halt hier sind wir, kommen und da werden Jeannie May Rayford überein, dass wir über das was ist Recht, damit auch vor versorgten Sklavin in ihres Nachwuchs verfügen. Die Einrichtung zusätzlich auf 500 Kronen. Wird fällig nach erfolgreicher Reifung des Fötus. Der Anspruch darauf ist garantiert durch Besitz dieses Dokuments. Unterschrift. Wo ist? Ich hab keinen Bock, die alle zu. Ernsthaft. Aber wieso finden wir das? Das ist die Jean McBlair. Hier wohnt Mike White. Da geht's bestimmt nicht zur Mission. Schau an, wer da ist. Was treibt sie hierher? Was können Sie über Boons Frau erzählen? Boon, dieser Scharfschützenkerl, arbeitet im Dinosaurier, richtig? Ja. Hab ihn nur ein oder zweimal getroffen. Nachts ist sie schienen richtig glücklich miteinander. Ich hätte sie echt besser kennenlernen sollen. Sind wahrscheinlich nette Leute. Okay. Gut, das ist nett. Ich mach's jetzt ganz einfach. Ich suche jetzt alles ab, um diese Jean McBlair zu finden. Denn ist wirklich runter. Hier ist ein Nurwegsiedler. McWaves, das ist es doch. Das ging so einfach. Einblicke. Hallo. Ja, hallo. Ist alles in Ordnung? Für Überraschungsbesuche ist es schon ziemlich spät. Ach, ist nicht zu spät. Das können Sie mir über Boons Frau erzählen. Wie soll ich sagen? Schätze mal, sie war so eine Art Kaktusblüte. Hübsch anzuschauen, aber einfach unnahbar. Sie hat das Leben hier nie gemocht. Sie stand mehr auf die hellen Lichter und das schnelle Leben von New Vegas. Ich habe das Gefühl, dass sie Boon zum Wegziehen überreden wollte, aber einfach nicht länger warten konnte. Okay. Eigentlich nichts, wenn ein Mann gerade seine Ehefrau verloren hat, schätze ich. Ja, wegen dir. Arme Seele. Wegen dir. Ich weiß, dass er glaubt, sie sei entführt worden. Ja, wegen dir. Aber vielleicht ist sie ja doch aus eigenem Antrieb abgehauen. Irgendwie hat sie seit ihrer Ankunft scheinbar immer drüber nachgedacht. Nein, ich habe einen Urkunde gefunden. Gut, wenn sie mal. Gut, komm mit. Oder lauf selbst. Lauf. Lauf. Jetzt machen wir wieder das gleiche Ort. Lauf. 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 Komm, lauf.
Lauf. Lauf oder schieße die Birne ab. Das sieht nicht mal schlecht aus. Okay, die Brille ist nervt. Hui. Hallo, wir sind gleich dort. Kann gleich schießen. Das ist die Mörderin. Hab Beweise. Wenn nicht, tut mir leid. Bleib, ab, sitz. Ah. Guter Schuss. Brille nehmen. Wir kommen bauen. Ein guter Schuss. Hab nichts gehört. Hab's nur Umfang gesehen. Und da nervt immer noch der Viktor. Viktor, pass auf. Ich werf den Ball, trennst du nachher, okay? Und los. Dummes Vieh. Das ist nicht mehr für sowas. Einfaches bewegen. Hauptsache uns nachlaufen. Nachdem wir ganz Vegas. Vegas nicht. Durch, da rennt er uns nur. Ja, ein bisschen, Vegas, durch die halbe Mojave durchrennt. Rennt er uns dann her. Gut zu wissen. Die war deine Mörderin. Also schön. Wie sind Sie drauf gekommen? Ich habe den Koffer da gefunden. Sollte mich nicht weiter überraschen. Passt zu denen, dass Sie den Papierkram aufheben. Hier. Mehr kann ich Ihnen nicht geben. Ich denke, hier trennen sich unsere Wege. Oh, was planen Sie denn für die Zukunft? Keine Ahnung. Hier bleibe ich nicht. Das ist mir klar. Mir fällt irgendwie nichts Sinnvolles ein im Moment. Außer Jagd auf Legionäre zu machen. Vielleicht gehe ich auf Wanderschaft. So wie Sie. Gehen wir da nicht gemeinsam? Das wollen Sie nicht wirklich. Intelligenz senkt. Ich dachte, die Chance zum Arbeiten im Team. Ja. Alleine kriegt man viel weniger auf die Reihe. Hab's erlebt. Und mein Lehrgeld bezahlt. Aber das nimmt kein gutes Ende. Na schön. Verschwinden wir. Ibi, ich hab Beobachter. Und bin Level gestiegen. Wir machen hier erstmal das, was wir brauchen, auf 80. Ach ne, bis jetzt noch auf 90. Gut, auf 80. Ja, 80 reicht. Ne, erstmal auf 50, genau. 50 ist Dietrich. Sprache 50. Wissenschaft ist 55, reicht. Überleben geht nicht mehr. Was macht er eigentlich, Beobachter? Während Bundes begleitet werden feindliche Ziele markiert, solange sie aktiv zielen. Was ist denn hier aktiv? Ein Freund, ein guter Freund, das Beste, was es gibt in der Welt. Du wirst wohl markiert. Wie wär's, wenn ich meine Wumme mal auf sie richte? Mal sehen, wie ihnen das gefällt. Mach mal. Gut. Und mit den seinen Hack. Hack mal, will ich nicht gerade sagen, aber doch Hack mal. Durch diese Folge beenden. Und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.